Ja, vielen Dank, Herr Ströbele. Ich finde jetzt diese Debatte aufzumachen um den öffentlichen Raum, das war bei Ihnen ja ein großer Punkt. Also was spielt Ausgrenzung im öffentlichen Raum und Drogenkonsum und Drogenpolitik für eine Rolle? Das können wir, finde ich, gut mitnehmen für die gesamte Tagung, weil das in mehreren Bereichen ja nochmal detailliert zum Görlitzer Park auch Thema sein sollte. Was ich jetzt wichtig finde, und deshalb bin ich auch sehr dankbar für Ihre Ergänzung, ist einmal diese andere Geschichte von Drogenkonsum. Wie ging das eigentlich zusammen, dieses antibürgerliche Subjekt zu überwinden und sowohl auch militant in der politischen Aktion zu sein, dass es diese Geschichte gab, was kann man da eigentlich draus lernen? Und was ich auch nochmal, also dieses Recht auf Rausch zum Beispiel, was mich auch nochmal interessieren würde, Herr Ströbele, was hat Sie denn eigentlich getrieben, diese Legalize-Bewegung zu unterstützen? Sie haben Furore gemacht mit einem Song sogar, Gebt das Hanf frei. Geht es da um die Differenzierung auch der Drogen, Cannabis, Hanf auf der einen Seite und Heroin zum Beispiel auf der anderen Seite, LSD, Mescalin und was es alles gibt, da eine Differenzierung reinzukriegen und sowas wie Verbraucherschutz zum Beispiel in die kontrollierte Abgabe oder durch die kontrollierte Abgabe reinzukriegen. Und dann würde ich gerne auch nochmal die Diskussion hier ins Publikum eröffnen wollen, weil es ja auch um die Zeit der 80er Jahre ging, um Hausbesetzerbewegungen, wie ist da mit diesem Problem umgegangen worden. Es gibt ein paar, die ich kenne, die aus dieser Zeit aus eigenem Erfahren und Erleben berichten können. Aber zunächst nochmal die Frage, was bewegt Sie, wenn Sie sich für die Legalisierung und Entkriminalisierung stark machen? Also an diesem Satz habe ich die Hauptkritik immer von den Deutschlehrern bekommen, weil das ja grammatikalisch nicht korrekt ist. Ich habe schon mal überlegt, ob man das korrigieren muss. nein, ich habe mich, also ich selber sehe natürlich, es gibt ein Recht auf Rausch. Ich nehme das in diesem Bereich jedenfalls nicht für mich in Anspruch. Ich trinke ja auch keinen Alkohol oder auch keine Zigaretten, jedenfalls seit vielen Jahren nicht. Und deshalb mache ich da auch nicht den Unterschied jetzt zwischen legalen oder illegalen Drogen. Ich will das nicht, wo ich jetzt meinen Rausch herbekomme oder mein Genuss. Das ist eine ganz andere Diskussion. Das will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Aber was mich umtreibt bei dieser ganzen Sache und weswegen ich wirklich, wenn ich irgendwie kann, zu jeder Hanf, nicht nur zur Hanfparade gehe, sondern zu jedem demonstrativen Akt das zu ändern und auch immer wieder versuche, im Deutschen Bundestag Ansätze zu finden, um an der Gesetzeslage etwas zu ändern. Auch jetzt arbeiten wir ja wieder an mehreren Sachen, die wir irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren dann versuchen wollen, zu diskutieren. Zum Beispiel, ich sehe jetzt ganz neue Chancen, weil ich war in einer Fernsehdiskussion mit einem CSU-Hardliner, Herrn Mayer, zusammen. Der hat sich dann dazu hinreißen lassen, in der Diskussion gesagt, zu sagen, naja, für die Nutzung von Cannabis und Marihuana als Medizin, da ist er inzwischen auch. Und da kann er sich auch vorstellen, dass die Union mitmacht. Da habe ich sofort gesagt, gute Idee. Wollen wir mal versuchen, im Deutschen Bundestag dafür eine Mehrheit zu finden. Ich will ihn beim Wort nehmen, das werde ich auch noch machen. Aber mein Grund kommt ganz woanders her. Mich treibt ja seit meiner Kindheit um immer die Frage der Gerechtigkeit. Und ich finde es zutiefst ungerecht, dass man für den Genuss oder auch die Herstellung, das Wachsenlassen, den Anbau von Cannabis und Hanf wirklich ins Gefängnis kommen kann. Und ich war bei vielen ganz schrecklichen, tragischen Schicksalen unmittelbar dabei und beteiligt, wenn die dann für Anbau von ein paar Pflanzen in ihrer Küche wirklich 8 Monate oder 10 Monate Freiheitsstrafe bekamen, die sie dann auch absitzen mussten im Gefängnis. Ich habe das nie verstanden und habe da immer verzweifelt. Ich sage immer,
Es gibt natürlich das Recht auf Genuss, das Recht auf Rausch gibt es auch. Das muss keiner machen, man kann vielleicht sogar abraten. Das kann man aber machen, wie das bei Zigaretten oder bei Alkohol ja auch der Fall ist. Aber man soll als Gesetzgeber, als Gesellschaft mit repressiven Mitteln, also mit Kriminalstrafen, doch allenfalls, wenn man überhaupt da welche zur Anwendung kommen lassen will, danach gehen, welche nach der Gefährlichkeit für die User bzw. für die Gesellschaft und nicht nach irgendwelchen politischen Überlegungen oder Überlegungen des Drogenkrieges, die ja eine riesige Rolle dabei gespielt haben, das überhaupt strafbar zu machen. Das heißt, da ist dann Cannabis für mich, nach allem, was ich darüber weiß, die im Vergleich zu Zigaretten und Alkohol die am wenigsten gefährliche Droge. An Cannabis ist noch keiner gestorben, an Zigarettengebrauch, an Alkohol, Gebrauch oder Missbrauch sterben 100.000 jedes Jahr allein in Deutschland. Und wenn man das sieht und das dann miterlebt, dann sage ich nicht, ich will auch Alkohol verbieten, sondern auch da sage ich, das Recht auf kleinen oder großen Rausch, das gibt es, das will ich auch niemand wegnehmen. Aber wenn das legal ist, dann muss Cannabis und Marihuana und Hanf muss genauso legal sein. Dann kann man immer noch Programme entwickeln, dass da Kinder nicht mit der Berührung kommen, dass man das nicht zu viel macht, dass man das im Griff behält und Ähnliches. Aber auch bei den anderen Drogen, bei den härteren illegalen Drogen, glaube ich, dass die Verbotspolitik, der Krieg gegen die Drogen mit Hunderttausenden von Toten weltweit, dass der überhaupt nicht gerechtfertigt ist und dass der beendet werden muss. Ja, vielen Dank.